yeah, ich bin nicht. Kommt ihr auch aus Grüfling oder? Wie bitte? Nasichi. 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 Naja, auf jeden Fall komme ich aus Bremen-Grüppling und da ist es halt so, wenn du mit einer Gruppierer Gleichgesinnten durch die Straßen läufst, dass die Polizei mal ankommt und sagt, Personenkontrolle, also Ausweiskontrolle, wegen der allgemeinen Sicherheit. Ja, ich meine, irgendwann nervt dich das, aber ich habe gelernt, damit ziemlich gut umzugehen. Denn jetzt jedes Mal, wenn die Polizei kommt und mich nach einem Ausweis fragt, mache ich nur eins. Die Reaktion ist immer die gleiche. Harry, er versteht uns nicht. So, und dann versucht er mir auch auf dem besten Beamtenenglisch beizubringen, dass er meinen Ausweis sehen will. Where you kommst from? Passport, please. So, und irgendwann ist es mir halt zu blöd und ich gebe dem meinen Ausweis. Also sicher fühle ich mich nicht mehr wirklich. Ich gebe dem meinen Ausweis und er guckt meinen Ausweis an und sagt, guck mal Harry, die Ausweise in Senegal, die sehen genauso aus wie bei uns. Polizist mit Rasterlocken auf mich zu. Und ich dachte so, geil, jetzt auch noch eine Rasterverhandlung. Lass mich doch alle in Ruhe. Naja, auf jeden Fall sind ja einige Studenten heute hier. Könnt ihr mal, traut euch. Auch die Langzeitstudenten dürfen ruhig ihre Hand heben. Ja, ich habe ja den Bachelor abgebrochen. Hab dann auf RTL 2 Hart und Herzlich weitergeguckt. Ja, man weiß ja sonst nicht, mit seiner Zeit anzustehen. Und ja, Hart und Herzlich. Da komme ich nochmal zurück aufs Thema Grüppling. Also ich meine, ich weiß, super Einleitung, Entschuldigung, ne, arbeitet wahrscheinlich, ne? Na sicher. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Freund, den Ali. Und dessen Freundin Janine, die stellt immer die besten Fragen. Oh, Janine. Bist du hier heute oder was? Na, auf jeden Fall fragte sie mich eines Tages, sagte, Patrick, sind von weißen Männern die Hoden eigentlich auch anders farblich wie bei euch? Ja, woher soll ich das wissen? Ja, du bist doch im Fitnessstudio und ihr duscht doch auch zusammen. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Bremen, gell? Wie stellt sie sich vor, wie wir in der Dusche sind und duschen? Der Bruder ist schwarz, Alter. Er ist geil, ne? Er ist geil. Er muss gewinnen heute. Also ganz ehrlich, eine Antwort habe ich da bis heute noch nicht drauf. Auf jeden Fall war ich das letzte Mal weg und wir haben hier im Gleis 9, die haben da eine Pissrinne, also auf Toilette bei den Männern, so eine Rinne. Und da stand, ich mach das mal vor, da kommt einer neben mir und es stinkt besoffen, aber richtig schön. Hat seine Cabbie in der Hand. Und steht erstmal an. Und pinkelt. Und so bei jedem Schwall, den er rausschießt, geht so ein bisschen in die Cappy rein. Immer schön so. So, der Kollege ist fertig. Alter. Digga. Hab ich geschwitzt. Okay. Lecker. Na, auf jeden Fall habe ich mich angewöhnt, nicht mehr so viel zu trinken.
jetzt wieder mehr? Ich habe ein Studio gesehen, das gesagt worden ist, es gibt erst 2 Drogentote von Kiffen. Und dass das ja nicht so gefährlich wäre wie... Alkohol. Scheiße. Aber egal, ich habe... Ja, super, jetzt hörst du einmal auf die Alte zu Hause, die sagt, nimm einen braunen Stift. Dann sehen die Leute nicht, wenn du was vergisst, dass du abliest. Ja, jetzt habe ich den Salat, ne? Egal, gucken, ob mir noch was einfällt. Wenn ihr mich gleich weiterbringen solltet, dann würde ich mich sehr freuen. Ansonsten macht ihr das nur nicht, weil ich schwarz bin. Alles klar, haut rein. Ciao.